Besser könnte es für die Herren des TC Blau-Weiß an diesem Spieltag nicht laufen. Gegen den Münchner SC holen die Berliner 3 wichtige Punkte und das liegt bestimmt auch ein bisschen an ihm. Olympiasieger Florian Keller, seit März unterstützt der Bundesstützpunkttrainer den Hauptstadtclub als Berater. Flo gibt schon einen ganz geilen Push. Ich meine, er hat super viel Erfahrung. Er war ja selber schon ein Top-Spieler und ich glaube, das ist schon echt geil, so als junges Team zu merken, okay, da ist einer, der genau weiß, okay, was macht man für Fehler, was gibt es so für kritische Momente im Spiel. Hier im Roseneck zählt man vor allem auf Kellers Erfahrung. Schließlich verfügt der Allesgewinner durch seine Tätigkeit als ehemaliger Co-Trainer der Damen-Nationalmannschaft über ein großes Netzwerk und kennt die Herausforderungen in der Herrenliga bestens. Zeigt sich auch bei den Jungs, dass sie nochmal einen anderen Input kriegen, nochmal den Horizont erweitern können, nochmal drüber, also über den Tellerrand hinausschauen können, was man sonst noch machen kann, wie man sich verbessern kann. In das Spiel gegen den Tabellenführer aus München geht das Team von Maximilian Linke als Underdog. Doch schnell zeigt sich, dass die Blau-Weißen alle Vorgaben von Florian Keller und Co. in die Tat umsetzen können. Oskar Wild bringt die Berliner mit einem platzierten Schuss aus der Halbdistanz in Führung. Sie spielen sich fast schon in einen Rausch, die Berliner, und lassen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Vor der Halbzeit noch trifft Nico Heinrich sogar zum 2:0. Ich war schon vorm Spiel zuversichtlich, da wir die letzten Wochen enorm viel gelernt haben und auch richtig gemacht haben und jetzt noch die letzten Stellschrauben richtig gedreht haben. Im dritten Viertel werfen die Herren aus der bayerischen Landeshauptstadt alles nach vorn. Aber Berlins Torwart Laurenz Lehnert hält die Null weiterhin fest. Jedoch nur für wenige Minuten, denn Nikas Behrens gelingt der erste Treffer, für die Gäste nur noch 2:1. Aber davon lassen sich die Blau-Weißen nicht unterkriegen und versuchen mit beeindruckendem Einsatz die gefährliche MSC-Offensive vom eigenen Kreis bis zum Schluss fernzuhalten. Check. Die Hauptstädter gewinnen mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Haben wir uns auch echt mal belohnt mit 2 schnellen Toren. Ich glaube, das ist immer super eklig, dann als Gegner mitzubekommen, okay, hier auf heimischer Anlage, die Jungs sind wach und haben mega Bock. Dem Blau-Weißen bleibt keine Zeit zum Verschnaufen, denn bereits am Sonntag steigt das nächste Heimspiel, dann geht es gegen Nürnberg. Auch hier sollen wieder 3 Punkte gesammelt werden, aber mit einem Olympiasieger wie Florian Keller an der Seite ist ja nun wirklich alles möglich.